Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Formel 1 2015. Wir sind jetzt im dritten Rennen unterwegs in Shanghai in China. Und bevor es da losgeht, habe ich allerdings noch ein bisschen was zu den ganzen Kommentaren zu sagen, die mich hier in den Tagen erreicht haben, in den letzten 2-3 Tagen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr so ein positives Feedback mir hinterlassen habt. Das ist wirklich sehr, sehr motivierend, dann auch entsprechend noch mehr weiterzumachen, noch mehr reinzuhauen und dann auch wahrscheinlich noch hoffentlich eine bessere Rennperformance abzuliefern. Und ja, danke dafür. Freut mich wirklich, dass euch der Content so gut gefällt. Hoffentlich auch weiterhin. Dann kamen Anfragen zu weiteren Formel 1 Piloten. Ich werde ja mehrere Saisons fahren. Die mit Kimi Räikkönen möchte ich unbedingt zu Ende fahren, da der Kimi aktuell ja auch ein bisschen in der Schwächephase ist und auch ein bisschen Pech hat. Aber ich stehe auf jeden Fall offen für weitere Fahrervorschläge. Und dazu habe ich einen Link in der Beschreibung zu der Seite Strawpoll, auf der man Umfragen starten kann. Mit allen Fahrern, eine Mehrfachauswahl ist auch möglich. Und da könnt ihr für euren Fahrer abstimmen, damit er in der nächsten Saison gefahren wird. Allerdings solltet ihr dann auch nicht allzu traurig sein, wenn euer Fahrer nicht genommen wird, denn ich werde auch außerhalb des Saisonmodus noch einige Rennen, Gameplays etc. hochladen. Beispielsweise zu Ungarn. Bis Ungarn werden wir es nicht schaffen, mit Kimi Räikkönen und so weiter in der Saison zu sein. Und da werde ich auch ein Video machen zum Rennwochenende passend. Ja, und deswegen, da könnt ihr dann abstimmen und die nächste Saison wird dann vielleicht mit eurem Lieblingsfahrer gefahren. Ansonsten werde ich einfach mal alle Fahrer durchtesten und dann generell mit den Rennen fahren. Dann zum nächsten Punkt, ganz kurz Kameraperspektiven. Ich fahre eigentlich immer in den Dachperspektiven. Ich muss halt schauen, ob ich die versetzte oder die normale nehme. Ich nehme häufiger die versetzte, aber ich werde, denke ich, mal ein bisschen rotieren einfach zwischen denen. Ich glaube, beide sind ganz cool und man kann sich an beide gewöhnen. Die versetzte sieht halt ein bisschen mehr aus wie die TV-Kamera und ich finde, dass die ein bisschen mehr Geschwindigkeitsgefühl hat. Dafür bringt die Gerade ein bisschen mehr, ja, das glaube ich zumindest, dass man da ein bisschen mehr Präzision reinbringen kann, weil man eben beide Seiten des Fahrzeugs gleichermaßen gut sieht und beide Seiten der Strecke rechts und links vom Auto. Dann nochmal eine Anfrage zu einer Koop-Saison. Die würde ich liebend gerne machen. Ich habe auch einige Freunde im Freundeskreis, die sehr gerne Formel 1 spielen und auch sehr gerne mit mir eine Koop-Saison fahren würden. Nur ist es so, im Moment gibt es die Koop-Saison gar nicht in Formel 1 2015. Aber sobald sie verfügbar ist, werde ich es liebend gerne machen. Dann werde ich mir auf jeden Fall jemanden schnappen und dann geht es hier nicht nur zur Fahrermeisterschaft, dann hoffentlich auch zur Konstrukteursmeisterschaft. So, nun genug der Worte, jetzt geht's los mit dem dritten Rennen. Willkommen beim heutigen Training auf dem Shanghai International Circuit. Es ist hier kurz vor 10 Uhr morgens und wir sollten demnächst die ersten Wagen aus den Garagen kommen sehen. Diese Location ist bei vielen Teams sehr beliebt. Die Strecke ist sowohl für die Fahrer als auch für die Autos äußerst herausfordernd. Die Rennen hier waren bisher immer sehr spannend. Die Strecke ist bei den Fahrern auch wegen des hohen Schwierigkeitsgrads beliebt. Es gibt zwei lange Geraden mit tollen Überholmöglichkeiten und eine sehr komplexe 360-Grad-Kurvenkombination hinter der Start- und Ziellinie. Was für eine tolle Strecke! Max Verstappen hat beim australischen Grand Prix einen neuen Rekord aufgestellt und wird zum jüngsten Formel-1-Fahrer auf dem Grid. Er schlägt damit Alguersuari, der startete damals mit 19 Jahren und 125 Tagen. Hier sehen wir Verstappens großartiges Potenzial, sonst würde man ihn nicht schon so früh fördern. Ich denke, er wird das in ihn gesetzte Vertrauen heute zurückzahlen. Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Eine große Veränderung auf dem diesjährigen Grid sicherlich die neuen Farben auch bei Fernando Alonso. Der ging ja von Ferrari weg und ist nun wieder bei McLaren. Viele Leute hätten nie damit gerechnet, dass Alonso zu McLaren zurückgehen würde. Nicht nach dem einen turbulenten Jahr, das er 2007 dort verbrachte. Aber er ist zurück und wird das Beste aus der neuen Partnerschaft des Teams mit Honda machen wollen. Ja, auch ich hätte es nicht erwartet, dass Fernando Alonso da wieder zu McLaren geht.
So, ich habe mir ein Setup wieder schön herbeigezaubert, habe aber keinerlei Ahnung, ob es funktionieren wird oder nicht. Es hat im Training geregnet, aber ja, schauen wir einfach mal, ob das hier so gut funktioniert. Oh, und selbst hier tröpfelt es gerade. So, die erste Kurvenkombination, die finde ich sehr cool. Da kann man den Streckendesigner nur loben. Uiuiuiuiuiui. Da bin ich kurz von der Strecke abgekommen. Immer wieder aufs Neue etwas übersteuern. Oh, oh, jetzt schalte ich aus Versehen runter, obwohl ich hochschalten... Ich schalte aus Versehen hoch, obwohl ich runterschalten wollte. So rum. So, komm schon. Kriegen wir es aber hin? Das würde mich jetzt echt überraschen, wenn ich jetzt wirklich die Pole einfahren sollte. Eieiei. Ja, in dieser Rechtskurve schlecht rausgekommen. Fahre ich überhaupt auf... Ja, ich fahre auf Fett. Oh, und Lewis Hamilton auf der Geraden ist er sehr viel schneller. Wir sind aktuell Vierter. So, den Bremspunkt habe ich abgeschätzt. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Schön. Ja, komm schon, schaffen wir noch den dritten Platz? Nee, schaffen wir nicht. Vierter Platz. Ja, das ist das Mindeste, was man sich von Kimi wünscht. Ja, da freuen wir uns schon wieder. Im Rennen wissen wir ja sowieso, da sind wir sowieso stärker. Aber die Frage ist, wenn wir hier in... Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Dieses Wochenende haben sie wirklich hart gearbeitet und es ist ihnen heute gelungen, beide Autos perfekt abzustimmen. Ob ihnen das auch morgen gelingt, bleibt abzuwarten. Die Frage ist natürlich, ob wir morgen im Rennen dann... Die Frage ist natürlich, ob wir im Rennen dann jemanden... Es ist fast 15 Uhr am Sonntagnachmittag hier in Shanghai und das kann nur eins bedeuten. Es wird Zeit für den großen Preis von China. Heute steht Lewis Hamilton auf der Pole. Der Mercedes dominierte das gestrige Qualifying und mit diesem Motorvorteil kann man sich kaum vorstellen, dass irgendeiner ihm heute den Sieg streitig machen kann. Gestern fuhr er wie entfesselt. Es würde mich also nicht wundern, wenn er dem Feld heute einfach davonfährt und uneinholbar wird. Aber wie wir wissen, ist in der Formel 1 alles möglich. Lassen wir uns also überraschen. Wie geht Nico Rosberg es an, im heutigen Rennen die Zeit aufzuholen, die ihm gestern im Qualifying gefehlt hat? Er muss im ersten Stint auf Tuchfühlung bleiben und dann das Beste herausholen, wenn der Wagen leichter wird und der Reifenverschleiß nachlässt. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir in diesem Rennen Lewis Hamilton den Sieg streitig machen können. Die Problematik bei den zwei Geraden, die haben wir ja schon bei Malaysia gesehen, dass man zwar ein Auto überholen kann, aber der hat dann eine gute Chance, wieder zu kontern. Und eventuell sieht es dann etwas problematischer aus mit dem Überholen und dem Gewinnen. Ich meine, wie schnell die mit DRS sind, haben wir schon mehrmals gesehen. So, schauen wir kurz auf die Strategie. 6 bis 7 Runden. Ich glaube, wir könnten eventuell sogar 7 durchhalten. Können wir auf dem Weichen fahren und dann geht's auf Hart. So, die wählen wir dann auch einfach mal aus. Und dann geht's auch direkt ins Rennen. So, dann schauen wir mal, wo die Reise jetzt hingeht. Wieder ein bisschen schlechter als die KI gestartet, allerdings jetzt nur höchstens eine Position.
die wir hier verlieren. Oder vielleicht machen wir sogar eine gut gegen unseren Teamkollegen hier. Noch nicht. Da müssen wir uns jetzt hinten einsortieren. So, hier innen eventuell. Tatsache, da kommen wir vorbei. Gegen den Sepp. Und jetzt schließen wir hier wieder zu den Mercedes auf. Nee, erstmal rutschen wir ein bisschen rum. So, das sah gar nicht mal so schlecht aus jetzt, der Start. Die Mercedes sind zwar schon ein bisschen weg. Rosberg hat jetzt ein bisschen Windschatten, aber immerhin haben wir jetzt den dritten Platz. Und können uns jetzt eventuell noch mal ein bisschen vorarbeiten. ...1,41,8 von Hamilton. Oh, da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Aber wir bleiben hier dran. Neun Zehntelsekunden der Rückstand. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier den Sepp direkt überholt haben, auch wenn es ihm Zeit gekostet hat. Er kann hier das Tempo eindeutig nicht mitgehen. Okay, das sieht hier sehr stark bewölkt aus. Also ich muss sagen, ich habe hier ein bisschen Sorgen, dass es eventuell zu einem Regenrennen werden könnte. Im Regen bin ich in F1 2015 noch nicht gefahren. Ich frage mal nach dem Wetterbericht an. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Oh, da vorne ein Angriff. Rosberg gegen Hamilton. Kegeln die sich vielleicht gegenseitig raus? Nee, noch ist das alles sauber abgelaufen. Boah, die fahren ja auch nebeneinander durch die letzte Kurve. Wir haben die schnellste Rennrunde hingelegt. Und jetzt gleich nochmal. Wow, geil. Das ist mal gutes Racing hier. Und wir könnten der lachende Dritte werden. Na, ein bisschen wieder quer gestanden beim Kurvenausgang, aber das passt. Rosberg hat gerade die Führung übernommen. Ja, das habe ich gesehen. Lieber Renningenieur. Hier. Ja, obwohl, das könnte gar nicht mal so schlecht sein. Ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene Arten, wie man die Kurve anfahren kann. Da gibt es wahrscheinlich irgendein Optimum, aber auf dieser KI-Stufe wird es wahrscheinlich zwei, drei Wege geben, wie man die Kurve fährt und trotzdem nicht so viel langsamer ist als die KI. Quer gestanden wieder. Jetzt haben wir DRS auf jeden Fall und eventuell noch Windschatten, obwohl ich glaube, Hamilton wird da eher Rosberg attackieren, als dass wir einen der beiden attackieren. Noch nicht. Also noch fährt er da nicht vorbei. Sind wir wirklich nur 4 Zehntel hinter Hamilton?
Das kommt mir nach ein bisschen mehr vor. Oh, 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 hier Quersteher. Ganz böse weggerutscht. Ja, die Hinterreifen haben schon ein bisschen abgebaut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eieieiei, das Fahrzeug lässt sich teilweise echt schwer kontrollieren und von hinten könnte jetzt Bottas kommen. Shanghai ist ja eine Strecke, die teilweise sehr auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist und da hat der Williams seine Stärken. Wir haben ja gesehen in Silverstone, wie schwer es ist, die auf der Geraden zu überholen. Und mit ein bisschen Windschatten und DRS können die einen ja wahrscheinlich auch sehr gut überholen. Obwohl wir haben hier 337 km/h Endgeschwindigkeit, das ist ordentlich. Na, da sind wir den Pylon umgefahren. Haben da ein bisschen die Strecke erweitert. 0,4 Sekunden wird mir jetzt angezeigt, aber ich glaube, das ist... Ach so, nee, Moment, das ist der Abstand von Hamilton zu Rosberg. Ah, jetzt verstehe ich's. Ich habe 1,5 Sekunden Rückstand. Ja, ich war schon sehr überrascht. Ich wollte schon sagen, wenn das 0,4 Sekunden sind, was ist denn, wie groß ist denn da der Abstand zwischen Hamilton und Rosberg? Eine Tausendstel? Jetzt sind es 2 Sekunden. Sieht immer noch sehr bewölkt aus. Seid ihr sicher, dass es nicht regnen wird, lieber Kommandostand? 2,6 Sekunden. Mann, legen die jetzt ein Tempo vor. Das ist wirklich schwer, denen jetzt zu folgen. Hier haben wir die Reifen nochmal im Bild. Ja, die hinteren werden jetzt schon dunkelgelb-orange. Und Vettel wieder vorbei an Bottas. Nee, doch nicht. Oh, ich tue mich hier echt schwer gerade mit den abbauenden Reifen. Und ich glaube, ich komme auch direkt rein. 4 Sekunden hier der Rückstand zu Lewis Hamilton. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt verbremse ich mich hier auch noch. Kriegt eine Verwarnung dafür, als hätte es mir Zeit gebracht. Ja, ich muss aufpassen. Ich habe hier sehr viel Übersteuern gerade. Okay, Bremsen laufen zu heiß an. Ja, die sind da aktuell blau. Ja, und auf der Anzeige sieht man auch, wie schön die Reifen wärmer werden, sobald sie belastet werden. Box. 4,6 Sekunden in dieser Runde war Mercedes aber auch nicht so viel schneller. Gefühlt zumindest. Der Geraden können sich die Bremsen ein bisschen abkühlen. Hamilton hat die Führung übernommen, habe ich gerade gehört. Oh, 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 oh. Da habe ich auf die Minimap geachtet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann.